Alter Kirby, was machst du denn da? Oh fuck, Alter. Ein Stuhl weg. Ist der Stuhl weg? Ist der Stuhl weg? Sieht man den nicht? Natürlich. Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde der WOBL Season 8. Ich bin hier, um die Spieler anzukündigen, die dabei sind und in welchen Ligen sie sind. Ich habe keine Ahnung, was ich hier labern werde. Ich habe mir kein Skript gemacht. Ich würde sagen, wir gehen einfach die Liste, die habe ich hier links, werdet ihr eh nicht sehen, also kann ich ziemlich egal sein. Gehen wir durch und heute mal drin, weil draußen will ich nicht. Also vielleicht bin ich ja gerade im Weltall unterwegs oder ich stehe neben Wolfram Eike, wie er gerade das Ei singt. Das wäre natürlich auch eine ziemlich schöne Sache. Fangen wir an mit Gottverdammt Liga 1. Wir haben diesmal 6 Ligen. Wir haben 62 Anmeldungen bekommen. Das heißt, 3 von euch, also wir haben 63 Anmeldungen bekommen in dem Fall, sind von euch absolute Opfer, welche nicht angenommen wurden, aber keine Sorge, vielleicht beim nächsten Mal. Fangen wir an mit Liga 1. Die Nummer 1 auf der Liste ist erstmal Gabro. Der Pre hat in Liga 2, in Season 6 alles komplett rasiert. In Season 7, ja, da geht man mal so 5-4, man steht positiv, hat in Liga 1 ein paar Leute gebankt und dann kommt man rein in den Community-Chat und schreibt, Season 7 war ja richtig scheiße eigentlich, ne? Muss ich wieder gut machen. Ja, das ist das Mindset, welches Gabro verfolgt. Das ist tatsächlich ziemlich männlich. Dann haben wir als nächsten Spieler Rudi. Hat ziemlich reingeschissen letzte Season. Hoffentlich macht er das besser. War kurz vorm Abstieg. Vivienne, absolut goated Spielerin. Ich weiß gar nicht, was man dazu sagen soll. Ich habe Angst, wenn ich von ihr rede, dass sie gleich durch die Tür kommt und das gleich mit mir macht, wie ich mit Kirby. Also ziemlich gruselig. Ich sollte direkt aufhören und zu Finn gehen. Finn war tatsächlich letzte Season auf dem 2. Platz und hat fast die Liga gewonnen. Ich habe es irgendwie nicht gemerkt, aber hey, vielleicht ist er diesmal auf dem 1. Platz und wird dann auch mal WOBL-Champion. Greninja auf dem nächsten. Ich liebe es, wie ich immer so den hier machen muss. Greninja, was kann man zu Greninja sagen? Keine Ahnung. Sag mal, Center Crown war ein ziemlich gutes Pokémon. Ich spiele es natürlich besser, weil ist ja auch klar, apropos, ich spiele es besser. Trans-Logos sind immer richtig scheiße, aber dafür bin ich in Liga 1, meine Freunde. Wir hatten diesmal nicht genug Leute für Liga 1 und ich bin aufgestiegen. Eigentlich war ich nicht auf dem offiziellen Aufstiegsplatz, aber das ist okay, weil Kinglord Niklas ist auch in Liga 1. Er ist regulär eigentlich auf dem 2. Platz gewesen, ist aufgestiegen. Und wer noch aufgestiegen ist, ist praktisch gesehen Goomba Gamer, weil der war eigentlich noch nie auf einem Aufstiegsplatz, aber auf einmal haben wir dann gesehen, okay, der Pre, als wir ihn gebannt haben und er dann wiederkam, hat er komplett alles rasiert in seinem Leben. Deswegen packen wir ihn einfach mal in Liga 1, wir hatten sowieso Platz. Und die letzten 2 Teilnehmer für Liga 1, Trommelwirbel. Trommelwirbel Kirby. Levino. Keine Ahnung, was man zu Levino sagen soll. Der hatte eine ziemlich coole Season letztes Mal. Er hat ziemlich reingeschissen am Anfang und hat dann immer Goated Games gebracht. Ich habe 1000 Mal davon gesprochen, wie sehr ich Levino gefeiert habe. Ziemlich guter Spieler. Und als letztes haben wir den einzig wahren Noah Alor mit demselben Logo wie jedes Mal. Ich hasse mich schon dafür, dass ich im Schnitt jedes Logo hier einblenden werde. Aber keine Sorge, dafür könnte ich jetzt auf einer Farm chillen oder sowas. Auf jeden Fall, das sind alle Liga 1 Teilnehmer. Ich bin in Liga 1. Ich habe sehr großen Respekt davor, dass ich selber in Liga 1 bin. Aber ich juck ja eigentlich nicht. Und mal schauen, wer hier diesmal der WOBL Season 8 Champion wird. Dann kommen wir zur Liga 2, in der Liga, in der ich nicht mehr bin. Das heißt, alle unter mir sind quasi schlecht. Wen haben wir als erstes? Sammy. Sammy hat in Season 7, ich komme fast schon mit den Zahlen durcheinander, in Liga 3 gewonnen, ist somit in Liga 2 aufgestiegen. Ziemlich vielversprechender Spieler. Ich hätte gern gegen ihn gespielt, so wie gegen den ganzen Rest von Liga 2. Aber ja, machst du halt nichts, wenn man besser ist. Dann haben wir als nächstes Kentakio. Season 6 hat er geile Performance gemacht. Und dann hat er 2 Seasons ausgesetzt, ist nun in Season 8 wieder dabei. Jokefan Posh, oder wie ihn andere Leute nennen, Pokefan Josh, oder wie ich ihn nennen würde, Jokefan Posh, habe ich eigentlich schon gesagt. Josh ist wieder mit am Start. Er war ja eigentlich ziemlich schade, dass er nicht mit aufgestiegen ist. Genauso schade, wie das Disrespectable nicht aufgestiegen ist. Der ist nämlich auch noch dabei. Beide waren in der letzten Season mit mir, Kinglord Niklas und Tillinger. Wir waren alle gleich, aber dafür war der eine auf Platz 2, der andere auf Platz 5, weil unsere Differenz unterschiedlich war. Niklas und ich waren halt leider dominanter und konnten dadurch in Liga 1 gehen. Schade eigentlich, Jokefan Posch und Disrespectable müssen vielleicht noch eine Season warten. Mal schauen, wie das wird. Auch aus Liga 3 aufgestiegen beim letzten Mal. Der 2. Platz, Northstream. That is the English guy we have around our draft league. Well, that's a weird pronunciation. I need to speak English for him, so he can understand me. I hope to see a very, very cool performance for you. I am not so good as das Bäubchen. My English is not the yellow from the egg and I think my pig whistled, so I want to remove the spider from my house. Also gehen wir direkt nach dieser geilen Passage, wo wir Englisch gesprochen haben, zu Lucario
viermal die Null, war in der WOBL Championship dabei und davor auch eine Ewigkeit nicht, aber hat in der WOBL Championship gut performt und ich habe gemerkt, ich habe ihn nicht zugesehen, ich habe noch keine Replays von ihm gesehen, außer in der Championship, aber ich habe in meinem Brain gesehen, dass er ein kranker Spieler geworden ist, deswegen kann er direkt mal in Liga 2 gehen und hoffentlich wird er da richtig reinhasseln. Wen wir auch noch in Liga 2 haben, Seabird, der mit einem ziemlich guten Logo, und wenn ich ihn nicht jede Season ablehnen würde, wäre er der einzige Spieler, der schon in jeder Season eigentlich dabei war, muss man sagen. Wir haben auch überlegt, ihn in Liga 1 zu packen, aber bei Seabird, da weiß man nie, manchmal ist er komplett scheiße, mal ist er richtig gut. Das ist natürlich auch noch eine spannende Frage, wer diesmal 9-0 gehen wird. Wer sie auf jeden Fall irgendwie nicht dominieren wird, ist Tea Party, weil der Pre hat sich einfach, ihr müsst wissen, man sollte sich bei mir in den DMs anmelden. Was macht Tea Party? Er schreibt eine völlig random Person an und meldet sich bei ihr an. So, das ist so, als würdest du zu einem Passanten auf der Straße gehen und sagen, yo, ich wäre gern bei der WOBL Season 8 dabei. Und dann denkt er sich zwar geil, aber dann denkt er sich auch, was will der Scheißtyp von mir? Das ist keine gute Überleitung, aber Aaron ist dabei. Ich will jetzt nicht zu ihm Scheißtyp sagen. Aaron ist ein ziemlich cooler Typ. Auf der Kruger hatte er den meisten Trip überhaupt. Keine Ahnung. Wir gehen zur Liga 3, weil mir fällt nichts mehr ein. Oh, das hat sich gereimt. Sehr schön. Liga 3 haben wir Link Loyan. Für Link Loyan hole ich mal wieder Kirby raus, um ihn auf den Boden zu werfen, weil, oh Gott, bitte mach mein Fernseher nicht kaputt. Link Loyan war in der Championship dabei. Ich habe keine Ahnung, ob er Season 6 dabei war. Ist auch ziemlich egal. Auf jeden Fall ein ziemlich guter Spieler. Er ist nicht mit Seoro in einer Liga. Das heißt, Seoro habe ich vergessen. In Liga 2. Seoro ist auch noch in Liga 2. Yeah, yeah, yeah. Damit gehen wir jetzt zu Liga 3 über. Link Loyan ist dabei, falls ihr es noch nicht gemerkt habt. Und ich würde sagen, wir gehen von Link Loyan direkt zu Ice Limo. War mal ein WOBL-Mod, ist jetzt kein WOBL-Mod mehr. Gefühlt war die ganze Nation von Deutschland schon WOBL-Mod, aber sind es nun nicht mehr. Nur noch die jetzigen sind einfach standhaft geblieben. Und Ice Limo war in Season 6 dabei, hat eine ziemlich gute Performance in Liga 2 hingelegt. Ja, daher, dass wir jetzt ein paar Platzprobleme haben und weil sich viele angemeldet haben, weil wir jetzt auch eine sechste Liga eröffnet haben, haben wir uns entschieden, Ice Limo, gehen wir mal in Liga 3 damit. Vielleicht wird er komplett dominieren. Ich bin sehr gespannt, was das wird. Wer auf jeden Fall nicht komplett dominieren wird, ist Wolle, weil der Typ trinkt so wenig Wasser, der stirbt ja eigentlich schon, wenn er aufsteht. Und ich weiß nicht, was mit manchen Leuten los ist, aber ich denke mir immer, wenn du Salzkartoffeln isst, dann brauchst du eine Soße dazu. Und heute wurde mir erzählt, der Pre hat Fischstäbchen und Salzkartoffeln gegessen. Da habe ich gefragt, ist das, ich fühle mich ja gerade wie bei Stand-Up-Comedy, okay, da habe ich gefragt, ist das nicht trocken as fuck? Und er sagte, nee, ich hatte Apfelmus dazu. Und ja, okay, Apfelmus als Nachspeise, wunderschöne Sache. Und dann sagte mir, hä? Nachspeise? Ja, da muss ich mir mal den Kirby nehmen und ihn nicht auf den Boden werfen, weil ich komme darauf nicht klar. Reden wir nicht mehr über Wolle, ja. Gehen wir zur nächsten Person und das ist Lumio. Auf jeden Fall haben wir als nächstes jemanden, der schon mal in Liga 2 war, aber in der letzten Season abgestiegen ist, der gute alte Jump. Und ich würde sagen, wir gehen direkt zu Henny Hähnchen, weil Jump juckt mich nicht, lol. Er ist in meinen Augen Liga 2 Spieler, aber er wird höchstwahrscheinlich irgendwelche 5-Minuten-TBs hinballern, hat er gesagt. Also packen wir ihn mal in Liga 3, wir hatten sowieso Platzprobleme. Wer noch aus Platzproblemen in Liga 3 ist, ist Colt Dennis, der ist nicht aus Platzproblemen. Das sind ziemlich viele Ps in einem Wort, ihr wisst, was ich meine. Der hat nämlich in Liga 4 nicht gewonnen, aber wurde zweiter Platz. Patmon wollte auch dabei sein, aber ist er nicht, deswegen ist Colt Dennis jetzt der einzige Aufsteiger aus Liga 4. Und somit in Liga 3 drinne. Dann haben wir noch als kompletten WOBL-Newcomer den einzig wahren Flori drinne. Ich muss kurz überlegen, was ich sagen will. Flori ist ein Newcomer, das habe ich bereits gesagt. Und vielleicht wird er in Liga 3 ziemlich cool. Ja, ich habe meinen Text vergessen, ich hatte nie einen. Wir haben den einzig wahren Alfonso am Start mit dem absolut geilsten Logo, was ich jemals gesehen habe. Mein Kameramann sieht das Logo nicht, aber er denkt sich auch, Alter, wie geil ist das? Und als letztes in Liga 3 den einzig wahren Tyrant T. Mann, der Name ist echt dumm auszusprechen, wenn man das mal so macht. Nennen wir ihn Tim, weil so heißt er auch. Der Typ war tatsächlich eine sehr, sehr besondere Sache. Er hat in der letzten Season in Liga 3 ganz okay performt, aber er hat einfach beide Aufsteiger wegge... Das hört sich auch unfassbar beschissen an. Er hat Sammy und Northstream weggeklatscht, so, damit wir mal Tacheles reden. Hier. Ich bin ganz ehrlich, ich glaube, der wird auch wieder mittelmäßig performen, aber vielleicht kann er mich vom Gegenteil überzeugen und scheiße performen. Damit gehen wir in Liga 4 über. Ich habe niemanden aus Liga 3 vergessen. Ich bin sehr, sehr stolz auf mich. Ich rede schon seit 12 Minuten über WOBL-Teilnehmer. Ich liebe mein Leben. Wen ich noch genauso sehr liebe wie mein Leben, ist Kellerkoloss, weil der ist die Person, bei der sich T-Party irgendwie angemeldet hat für die Season, obwohl er eigentlich ein kompletter Random ist, so gesehen. Er ist wieder in Liga 4 dabei. Ich wollte ihn eigentlich in Liga 3 haben, aber wir haben leider Platzprobleme, also muss er in Liga 4. Ich hoffe, da wird er nicht alles komplett
komplett wegpenetrieren, aber mal schauen. Ich hoffe, dass TR1X, keine Ahnung, wie ich dich aussprechen soll, nennen wir dich eigentlich, ich könnte dich eigentlich auch Tim nennen, wenn ich mal ehrlich bin, aber ich glaube nicht, dass du Tim heißt. Wenn doch, dann wäre es ziemlich witzig. Hallo Tim. Du bist in Liga 4 dabei und laut Erin bist du der absolute GOAT, deswegen bist du in Liga 4 und nicht in Liga 6 in meinen Augen. Zuerst wollte ich dich ablehnen, aber jetzt hast du nochmal Schwein gehabt. Oh, die müssen sagen, die einzig wahre Toad, meine Fresse. Wie oft habe ich schon die einzig wahre oder der einzig wahre gesagt? Ich weiß es nicht. Aber Toad ist wieder dabei in Liga 4, letztes Mal abgestiegen. Hoffentlich wird es diesmal besser laufen, aber man muss sagen, bei der Konkurrenz könnte das schwierig werden, weil die Konkurrenz ist das einzig wahre Bäumchen. Mann, warum schiebe ich das in jedem Satz dazwischen? Das Bäumchen ist immer so, ja, ich denke mir, der wird Liga 4 komplett wegdominieren. Der ist ein kranker Spieler, aber dann in jeder einzelnen Liga performt er mittelmäßig. Bitte, Bäumchen, mach das nicht nochmal. Wer auch letztes Mal ziemlich mittelmäßig performt hat, war Cedar99. So, du kannst Cedar99 in eine Liga schicken mit den krassesten Spielern überhaupt und er geht 7-0. Dann packst du ihn in Liga 4, denkst, okay, der ist doch eigentlich Liga 2 oder mindestens Liga 3 Spieler. Aber dann performt er da auch nur 5-4. Was ist da los, Cedar? Kannst du mir nicht antun. Und Camo kann mir das genauso wenig antun. Der ist auch ein unfassbar insaner Spieler, aber dann performt er auch mittelmäßig. Oh mein Gott, fucking Leafstorm ist wieder dabei. Leafstorm werden einige nicht kennen. Okay, nimmt als Shitstorm teil, so heißt es auf Discord. Aber ich werde ihn für immer Leafstorm nennen. Im Gegensatz zu euch war Leafstorm schon in Season 1 dabei, ja? Er ist noch eins der Urgesteine der WOCP. Und er ist einfach mal wieder am Start, so um alles wegzurasieren. Und ich bin sehr gespannt, ob der Typ Mons verlernt hat. Die andere Frage ist, ob er sie erlernt hat, aber das werden wir sehen. Wir haben ziemlich viele Pflanzen heute dabei. Kaktus Max ist auch mit am Start. Das sollte als Überleitung reichen und als Ankündigung. Fabi ist nämlich auch dabei. Fabi hätte ich ganz gerne in Liga 3 gehabt, aber Platzprobleme. Deswegen ist er jetzt mit in Liga 4 dabei. Wenn noch in Liga 4 dabei ist, Pascal, der einzig wahre. Pascal ist sehr klein, also guck dir Kirby an. Kirby ist größer als Pascal. Pascal war in der allerersten Season auch dabei, war er in Liga 1. Man muss sagen, da gab es auch nur zwei Ligen in Skillbase. Und dann war er mal wieder dabei, war eine Liga drunter, dann war er wieder dabei, war wieder eine Liga drunter. Und jetzt wollte ich ihn in Liga 3 haben, aber das Platzproblem ist er in Liga 4. Und in meinen Augen ist er viel zu insane für Liga 4. Ich hoffe, er wird Liga 4 wegpenetrieren. Oh, das hat sich gereimt, sehr schön. Wer noch in Liga 5 diesmal wegpenetrieren wird, ist hoffentlich nicht Mimikyuster, weil ich weiß nicht, Mimikyuster soll nicht gewinnen. Warum bin ich so negativ? Auf jeden Fall gehen wir zu Philipp über, weil Philipp ist der absolute GOAT. Oh Gott, Greenscreen ist in meinem Weg. Philipp macht auch immer komische Sachen. Eigentlich wollten ein paar Leute den in Liga 6 haben. Vielleicht wäre das auch besser so gewesen, aber mal gucken. Vielleicht denkt er sich, ich gehe mal wieder zurück so zu Season 3, frag andere Leute, ob sie mir beim TB helfen können und vielleicht gewinnt er dann ja auch mal wieder ein paar Games. Aber wen man eigentlich auch in Liga 1 hätte packen können. Ich weiß, wir sind in Liga 5 und das ist eine ziemlich große Skill-Gap. Ich brauche den Namen nicht mal sagen. Megalogokex, hinter mir stehen gerade lachende Kinder, keine weinenden, sondern lachende, weil wenn Megalogok auf das Feld kommt, dann halten alle die Schnauze und jede Depression ist instant geheilt. Gute Überleitung zu Crumlins. Bei Crumlins, da blende ich jetzt einfach mal hinter mir ein Bild ein, was ich so von Crumlins Teilnahme halte und damit gehen wir automatisch über zu Lord Blacking, einen kompletten Newcomer in der WOBL, das heißt, ich habe keine Ahnung, aber ich weiß auf jeden Fall, dass mein Hund denselben Namen hat wie der Charakter auf seinem Profilbild und ich würde niemals behaupten, dass ich meinen Hund nach einem One Piece Charakter benannt habe. Gehen wir direkt mal weiter zu fucking Denjamin. Der Typ ist 37 Jahre alt, der ist gefühlt schon gestorben. Also gehen wir direkt weiter zu Jonas. die Zahnfee. Ja, alle hassen ihn aus irgendeinem Grund. Ich mag ihn eigentlich ziemlich gerne. Das heißt, hoffentlich wird er keinen Bullshit machen. Jonas, die Zahnfee, macht keinen Bullshit. Ja, dann haben wir als nächstes Ray. Ich denke mal Ray. Ich nenne dich Ray. Wenn du nicht Ray heißt, ist es mir egal. Die Freundin von Sammy aus Liga 2 ist in Liga 5. Und wir wissen nicht, vielleicht ist ja Sammy doch seine Freundin ausgenutzt, um in Liga 5 mitzuspielen. Wie geil ist das denn? Nein, ich denke mal, Ray wird selber mitspielen und ich freue mich tatsächlich darauf. Wir müssen ein bisschen die Frauenquote steigen. Aber fairerweise, das Bäumchen könnte hier stehen und denselben Satz sagen, immer eine Frauenquote. Und ich will eigentlich nicht so wie das Bäumchen sein, deswegen sagen wir einfach mal, Ray, ich hoffe, du wirst eine coole Season abliefern und damit gehen wir direkt zu Shack, was auch immer, 1000. Irgendein Kumpel von Garpro, der noch nie Gen 9 gespielt hat, deswegen bist du in Liga 5. Vielleicht wirst du komplett rasieren und bist eigentlich Liga 1 Spieler, aber das wird schon passen. Und es tut mir leid für dich, mein Bester, Nintendo, aber du bist in Liga 5. Warum bist du wieder abgestiegen? Du warst ja nicht mal auf dem Abstiegsplatz.
Ja, gab ein paar Platzprobleme. Auf einmal sagt Tea Party, er hat sich doch angemeldet, aber hat fucking Kellerkoloss angeschrieben. Und Tea Party kann ich doch natürlich nicht ablehnen. Ich denke, wir verstehen uns da, mein Bester. Und deswegen bist du in Liga 5. Und damit sind wir in Liga 6. Ich will aber noch dazu sagen, Mytendo, ich hoffe, du wirst abliefern und diesmal nicht, sterben. Also, wir haben in Liga 6 fucking Cookie. Was ist die weibliche Form von Goat? Cookie war eine Goat. Cookie war die Goat. Es ergibt alles keinen Sinn. Aber Cookie ist eigentlich auch ein Urgestein. Keine Ahnung, ob sie in Season 2 dabei war. Auf jeden Fall war sie in den sehr Early Seasons dabei und hat dann eine ziemlich fette Pause gemacht. Hat eigentlich gar nicht mal so gut performt in den Ligen, aber Cookie ist einfach goated. So, ich kann gar nichts dagegen sagen. Und wen wir noch dabei haben, ist Ayudale. Ich habe manchmal keine Ahnung, wie man euren Namen ausspricht. Ayudale, kompletter Random-Spieler, den ich noch nie zuvor gesehen habe. Aber auf jeden Fall nett, dass wir da auch wieder einen Newcomer dabei haben. Wir sind jetzt allgemein in Liga 6. Ich habe von den meisten Spielern keine Ahnung. Zum Beispiel von Benji, auch ein kompletter Newcomer in der WOBL, den ich davor noch nie gesehen habe. Wird, denke ich, auch ziemlich cool. Ich freue mich, dass wir ein paar Newcomer in der WOBL sehen. Ich meine, ich war ja damals 2018 an derselben Position wie ihr. Ich habe auf einmal meine erste Draft-Liga gespielt. Und dann habe ich in diese Community gefunden. Jetzt stehe ich hier vor einem Greenscreen, blende ein Bild von Wolfram Eike ein und nehme mir einen Kirby, mit dem ich einfach blind durch den Raum schieße und welcher gerade vor meinen Füßen gelandet ist. Also ja, ich hoffe, ihr werdet nicht in dieselbe Position kommen wie ich jemals. Meine Mutter hat vorgeschlagen, dass wir uns Pizza bestellen. Also mal gucken, ob wir gleich Pizza essen werden. Aber wer hoffentlich heute auch eine Pizza gegessen hat, ist der einzig wahre Morsches. Und ich so ausspricht, ich habe keine Ahnung, aber ich muss wieder ein bisschen so nach der Unterbrechung in meine Mut zurückkommen und euch anschreien. Morsches ist dabei, kenne ich aus der Liga von Not Is Eternal. Gar nicht mal so ein unfassbar krasser Spieler, aber ist auch nur in Liga 1. Das heißt, dass in Liga 1 ist auch nur in Liga 6. Das heißt, das Niveau ist nicht so hoch. Und zu wem wir dann gleich kommen, ist der einzig wahre Master Cyrus, der schon mal in Season 1 dabei war und danach nie wieder. Das ist auch ein Giga-Chat-Move. Einfach für 3 Jahre komplett weg sein danach. Also er war noch existent, aber ach, das ist eine andere Geschichte. Juckt eigentlich auch niemanden. Wer viel mehr interessiert, ist Sky Jordan. Noch nie gesehen, auch kompletter Newcomer. Das heißt, ich bin sehr gespannt, was der Typ machen wird. Dann haben wir Pyronox, ist aus Liga 5 letztes Mal letzter geworden und ist jetzt dann praktisch gesehen abgestiegen. Pyronox kann sehr, sehr viel als Spieler. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass er easy in Liga 4 mitspielen könnte, aber irgendwie lief es einmal nicht letzte Season. Ich hoffe, dass es diese Season besser laufen wird. Der sollte in meinen Augen sehr viel höher stehen. Wen wir noch dabei haben, ist Mario, die gottverdammte Ente. Bitte, tu mir einen Gefallen und sei nicht wie in der GDL und randomize deinen Kader. Bitte mach ernst dieses Mal. Ich möchte wirklich nicht, dass da irgend so ein Depp ankommt. Also guck mal, das hier ist ein Depp und ich hoffe nicht, dass du das bist. Sonst bist du gerade auf den Boden von mir geworfen worden zum 10. Mal und gerade von mir getreten worden. 2 Mal. Aber Mario die Ente ist dabei. Gottverdammter Goat, würde ich sagen. Noch viel goatiger ist Jonas oder Jongs, wie manche ihn fachsprachlich nennen würden, nach seinem Discord-Namen. Eigentlich auch letztes Mal abgestiegen und Jongs kann so viel mehr als absteigen. Ich hoffe, er kann auch aufsteigen. Und wen wir dann als letztes dabei haben, ein Kumpel von Camo. Über Camo habe ich schon gesprochen. Ja, ich dachte ganz kurz, ich habe ihn vergessen, aber ich kann doch nicht Camo vergessen. Siniox, wie auch immer man dich ausspricht. Du bist dabei. Ich denke, ich blende deinen Namen ein. Weißt du was? Ich blende deinen Namen ein. Dein Logo vielleicht auch. Hast du schon jetzt abgegeben? Ich hoffe schon. Du bist dabei. Du warst in der WOBL Championship dabei. Warst da teilweise ganz okay sogar. Aber teilweise auch echt scheiße, muss ich sagen. Ich hoffe, du bist diesmal nicht scheiße. Aber keine Sorge, du bist noch in Liga 6. Das heißt, das Niveau ist nicht so hoch. Also, das waren alle Teilnehmer, würde ich an der Stelle sagen. Der Draft beginnt. Keine Ahnung, genau jetzt. Ich weiß nicht, was ich dazu noch schreien werde, was ich gerade vorbereitet habe. Ich rede gerade mit meinem zukünftigen Ich gefühlt. Aber vielleicht startet der Draft jetzt. Ich wünsche euch viel Spaß und ich hoffe, ihr seid zufrieden mit der Liga, in der ihr seid. Leute, die abgelehnt wurden, das tut mir schrecklich leid. Vielleicht. Wir sehen uns wieder.